präsentiert von InDesignPodcast.de, Ihr Profi-Cast für Layout und Design. Für die Generierung von Dokumentvorschaubildern für die Dateimanagementsysteme oder Webseiten mag die Speicherung von InDesign-Dokumenten im JPEG-Format interessant sein. Wie Sie die Seiten eines InDesign-Layouts exportieren, sehen Sie in diesem Video. Neben verschiedenen Dateiformaten wie PDF, EPS oder sogar dem Flash-Format können Sie aus InDesign auch ganz einfach Bilder exportieren. Das heißt, einzelne Seiten werden dann als JPEG gespeichert und das machen wir mal hier in InDesign CS4. Mit Apfel E rufe ich dafür den Exportieren-Dialog auf und hier im Format wähle ich JPEG. Den Seitenbereich kann ich nun definieren, der exportiert werden soll. Wir können natürlich auch alle Seiten exportieren oder sogar die Druckbögen. Dazu die Qualität meiner Bilder. Hier kann ich die mittlere Bildqualität benutzen. Wenn ich allerdings die Bilder im Web veröffentlichen möchte, dann ist auch eine hohe Qualität nicht schlecht dafür. Dazu die Möglichkeit, das Ganze grundlinienbasiert berechnen zu lassen oder progressiv. Verschiedene Kompressionstechniken also innerhalb dieser JPEG-Formate. Dazu die Auflösung 72 ppi, natürlich hier fürs Web geeignet. Ich kann hier auch größere oder höhere Daten exportieren. Das Ganze wird also jetzt gespeichert und dabei schreibt mir InDesign also die JPEG-Daten auf. Die gucken wir uns hier mal auf dem Desktop an und da haben wir diese verschiedenen JPEG-Daten, die ich nun hier durchblättern kann. Übrigens auch eine gute Möglichkeit, um zu überprüfen, wie Farben im RGB-Farbraum wirken, weil wir hier natürlich auch einen RGB-Export erzeugen aus InDesign.